Wir hatten hier die Mythen, vielleicht noch ganz kurz, weil wir jetzt nicht alles besprechen konnten. Mythos 1, eben die Muskelmasse ist bei fast jedem unbegrenzt vergrößert, kann bei jedem unbegrenzt vergrößert werden. Und da ist es so, dass die Wirkung ist einfach sehr unterschiedlich und stark auch durch die genetische Prädisposition geprägt. Es gibt Leute, die sehr, sehr schnell darauf ansprechen, andere, die das sehr zögerlich darauf ansprechen. Es ist sicher nicht so, dass der Muskelzuwachs unbegrenzt ist, aber dann den Punkt haben wir schon besprochen, der Punkt 2, dass die Muskelmasse erhalten bleibt. Beim dritten Mythos mit der Wahl des richtigen Absetzzeitpunktes, das ist eben dieses Cycling gemeint, also diese Zyklen, wenn man die richtig terminiert, dass die Nebenwirkungen kontrolliert werden und mit der Zeit wieder verschwinden. Das ist auch ein Mythos, der ein bisschen in das reingeht, was der Herr vorhin gesagt hat, der Sportarzt, der Sportlehrer ist. Da ist es so, dass es eigentlich viele Abende Nebenwirkungen halt gibt, die auch nach längerer Zeit des Absetzens bestehen bleiben. Gewisse Schäden können wirklich auch irreversibel sein. Also ganz klar vorne mit dabei ist diese Herz-Kreislauf-Schäden und Erkrankungen, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr reversibel sind. Und bei den Frauen auch die Fruchtbarkeit wird diskutiert, dass das permanent sein könnte. Auch Männer werden ja unfruchtbar während der Phase. Da gibt es im Moment noch widersprüchliche Ergebnisse aus der Forschung, aber auch Hinweise darauf, dass es unter Umständen auch permanente Unfruchtbarkeit bei den Männern geben könnte. Dann der letzte Mythos mit der Wahl der richtigen Zusatzmedikamente können Nebenwirkungen fast gänzlich vermieden werden. Eben Stichwort Leberschutz. Also dass die Konsumenten nehmen dann so zusätzliche Medikamente ein, wie eben zum Beispiel Leberschutz, das ist ganz klassisch, um die Leber zu schützen vor diesen toxischen Wirkungen des Anabolikas. Und da ist halt das Problem, dass diese Nebenwirkungen eben nicht gänzlich vermieden werden können, auch durch Zusatzmedikamente nicht. Das Problem ist, dass diese Zusatzmedikamente oftmals weitere Risiken und Nebenwirkungen in sich tragen, wie halt fast alle Medikamente, und dass zum Teil auch unvorhersehbare Wechselwirkungen dann auftreten können, gerade wenn es dann eben wirklich in Richtung Polypharmazie geht. Dominik, ich möchte noch mal ganz kurz die Frau Böwe fragen, ob sie jetzt zu der aktuellen Folie gerade noch eine Frage hatte oder ob die Hand von eben noch gehoben ist. Danke. Ja gut, dann komme ich noch ein bisschen, möchte dann noch ein paar Punkte vertiefen aus der Präsentation vorhin. Das Warum möchte ich, dass wir uns hier damit beschäftigen können. Also warum nehmen überhaupt Leute Anabolika? Es gibt so verschiedene Erklärungsansätze. Das eine ist ein entwicklungspsychologischer Bereich, das bedingt den Umstand, dass viele männliche Adoleszenten merken irgendwann während ihrer Adoleszentenphase, dass das weibliche Geschlecht auf männliche Körper unterschiedlich reagiert und dass da ein Ideal vorherrscht, das eben einen durchtrainierten, starken Körper begünstigt, was wiederum die Partnerwahl beeinflussen kann. Das geht zurück auf ganz ursprüngliche Mechanismen in der Evolutionstheorie, dass halt ein starker, fitter Körper besseren Schutz bietet, besseren Schutz für den Nachwuchs bietet, etc. und dadurch die Chance quasi sich fortzupflanzen erhöht wird. Also so ganz ursprüngliche Sachen, eben Survival of the Fittest im Sinne von Darwin. Das ist so ein Erklärungsansatz und dass man dann da mit diesen Anabolika nachhilft. Das zweite ist die psychopathologische Erklärung. Es gibt ein Syndrom, vorhin hat es schon jemand angedeutet, das sogenannte Muskeldysmorphie-Syndrom. Das ist das Bild, das ich hier rechts reingepostet habe. Im Prinzip ist das eigentlich fast wie eine Umkehr der klassischen Magersucht bei jungen Mädchen, das wir ja sehr gut kennen, dass sie quasi in den Spiegel schauen und sie sind objektiv gesehen extrem dünn, aber sie sehen immer noch irgendwo Fettstellen und denken, nee, da habe ich noch zu viel und da müsste ich noch ein bisschen abnehmen und so. Das ist ein komplett verzerrtes Körperbild im Spiegel sehen. Und das Umgekehrte gibt es eben auch häufiger bei den jungen Männern, dass sie sich quasi eigentlich im Spiegel als
ganz mager und unmuskulös wahrnehmen, aber eigentlich von außen her schon ziemlich muskulös sind. Das ist ein psychopathologisches Syndrom, das sehr oft auch bei Anabolika-Konsumenten in Studien beobachtet worden ist. Das dritte ist die Kommunikation, also die Bilderflut. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ich habe die James Bonds und Baywatch-Stars gezeigt im Zeitvergleich. Ebenso, wenn Sie sich auf Instagram ein bisschen mal in diese Fitness, auf diesen Fitnesskanälen bewegen, dann sehen Sie, dass sich da die körperliche Optimiertheit, die fitte, durchtrainierte, muskulöse Körper, dass das einen sehr starken Einfluss auch hat auf die Wahrnehmung von vielen jungen Menschen. Das vierte ist eine sogenannte Medikalisierung der Gesellschaft. Also wir bewegen uns ja in einer sehr starken Leistungsgesellschaft, wo es ständig darum geht, uns zu optimieren. Jede Unbequemlichkeit, Unliebsamkeit, jedes Wehwehchen, gibt es irgendein Mittel dafür, dass das einfach auch auf die Leute durchschlägt, natürlich die Muskelaufbau machen wollen und die dann hören, ah krass, mit diesen Mittelchen kann man das stark begünstigen und Medikamente sind ja sowieso clean und safe. Das haben wir beim Referat von Herrn Meury heute Morgen schon angedeutet bekommen, dass die Hemmschwelle da einfach weniger groß ist, als sich jetzt irgendwelche illegalen Drogen zuzuführen. Und die Verfügbarkeit ist natürlich ein weiterer Punkt. Also heute ist es ein leichtes, übers Internet diese Mittel zu bestellen. Sie können mal Anabolika kaufen, in Google eingeben, dann sehen Sie, was ich meine. Also das ist unzählige Links, wo man alles Mögliche kaufen kann. Gleich noch mit der Anleitung, wie man das nehmen muss, mit höchst bedenklichen Informationen und sogenannten Fakten. Also es ist ganz einfach, das Zeug zu beziehen. Und es ist auch so, dass man in den Fitnesszentren, wenn man da ein bisschen rumfragt in der Garderobe und so, kriegt man schnell jemanden vermittelt, der das da auch unter der Hand verkauft. Ja, wieso wird das überhaupt genommen? Wir haben es schon angedeutet, eben, es wirkt sehr stark muskelaufbauend. Mike Steinberg hebt die Hand. Ich das Mikrofon noch anschalten, bitte, sonst höre ich Sie nicht. Zu der vorigen Folie noch mal eine Frage. Mhm. Was ist mit der Erklärung, die man häufig aus dem Spitzensport hört, dass es um finanziellen und sozialen Status geht, dabei, den man erhöhen möchte, weil man mit, damit Erfolg auch eben Geld verdienen kann, sportlichem Erfolg? Ja, es gibt zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist quasi Status und Erfolg. Und das kann ich mit eisender Disziplin, das fördert die Selbstbestimmung oder die Wahrnehmung der Selbstbestimmung und die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit. Das geht in diesen entwicklungspsychologischen Strang rein, der ist sicher ein Thema auch im Amateur, also im Freizeitsportbereich, dass man damit Geld verdienen kann, weil man auch damit auf die Bühne kann. Das betrifft eigentlich nur einen kleinen Teil unserer Informationen nach von den Leuten, die wirklich Bodybuilding betreiben und Anabolika bekommen. Das sind dann wirklich die in den Leistungssport reingehen wollen. Das ist aber eine Minderheit. Man geht wirklich davon aus, dass der Großteil das einfach macht, um besser auszusehen. Was ist denn mit denen, die noch vorm Juniorengraben stehen? Das ist ja die bedrohte Gruppe, glaube ich. Die denken, die könnten, also die sind Juniorenweltmeister geworden vielleicht, aber kommen Leistungssport ja nie an. Also ganz oben in der Weltspitze danach her. Aber im Juniorenalter sind sie eben relativ gut und sagen, das fehlt ihnen noch ein bisschen, ein Stück fehlt ihnen noch und genau das versuchen sie mit Anabolika wegzumachen. Die Erfahrung haben wir also im Olympiastützpunkt von Berliner teilweise machen müssen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Da habe ich aber keine Zahlen dazu. Das ist sicher eine ausgesuchte kleine Zielgruppe innerhalb dieser Leute, die unter Umständen Ambitionen haben in den Leistungssport. Und da hat es natürlich dann nochmal eine zusätzliche Versuchung. Das ist sicher so. Es ist ja auch klar, dass im Leistungssport Doping immer noch ein Thema ist, oder? Also das. Niemand fängt von null auf Leistungssport an. Also dass da in dieser Zwischensequenz das ein zusätzlicher Motivator sein kann für Leute, die wirklich in den Leistungssport wollen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Also, Dankeschön. Gerne. Gut, dann eben, wieso wird das genommen? Das habe ich schon vorhin gesagt. Es vergrößert eben die Muskelmasse, es tut den Fettgehalt reduzieren, das gehört ja auch zu diesem optimierten Körpergebild. Es gehört nicht nur viele Muskeln dazu, sondern sie sollen auch durch möglichst wenig Fett verdeckt werden.
und die Leistungsfähigkeit verblößen, also eben die Kraft. Wenn man die Leute fragt, wieso nimmst du denn Anabolika, dann ist das eigentlich so, dass die sagen, ja, ich möchte einfach mehr Muskeln, mehr Kraft, oft in Assoziation mit Sport. Neue Forschungen zeigen weitere Motive, dass einfach das Erscheinungsbild, dass also die Optik ganz wichtig ist, dass man sexuell attraktiv ist für das andere Geschlecht oder wenn man homosexuell ist, natürlich für das gleiche Geschlecht, einfach für potenzielle GeschlechtspartnerInnen. Das psychische Wohlbefinden, also viele Leute fangen dann auch an, sich über diese körperliche Erscheinung zu definieren. Es gibt natürlich in erster Linie mal viel Zuspruch auch aus dem Umfeld. Gerade in Kulturen, wo ein starker muskulöser Körper als Statussymbol besonders angesehen wird oder wo vielleicht andere Statussymbole jetzt nicht so einfach erreichbar sind, weil man zum Beispiel vielleicht aus eher wirtschaftlich unterprivilegierten Verhältnissen kommt, man sich nicht irgendwie eine dicke Uhr oder ein schönes Auto leisten kann, dass man das dann mit dem Körper versucht zu kompensieren, dass das einfach einen großen Auswirkung dann hat auch auf das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Versucht wird auch Depressionen, dass man Depressionen überwindet, dass man sieht einen höheren Anteil von Leuten mit einer depressiven Erkrankung bei Anabolika-Konsumenten. Viele sagen auch einfach, ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, also ob das wirklich so krass dann zu einem Muskelwachstum führt und ich kenne ein paar, die das machen, ich wollte das auch mal machen. Das ist eigentlich genau das gleiche Motiv wie Herr Meury heute beim Medikamentenkonsum zu Rauschzwecken von Jugendlichen gezeichnet hat. Persönliche Sicherheit, eben wenn man muskulös ist, groß und bedrohlich aussieht, dass man halt auch eher sich sicherer fühlt, eher überlegen fühlt in körperlichen Auseinandersetzungen. Und Einfluss von Familie, Peers und Medien. Das sind so die neuen Ergebnisse aus der Forschung für Motive. Wenn wir noch kurz auf den Handel eingehen, ich will aus Zeitgründen da eigentlich nur, das können Sie gerne nachlesen, ich möchte einfach zeigen, dass es wirklich das ist ein großer Markt auch. Die Aufmerksamkeit richten möchte ich vor allem auf diesen roten Teil. Die Illegalität bringt halt weitere Probleme mit sich, die wir schon aus dem illegalen Drogenhandel kennen. Das sollten wir echt nicht unterschätzen. Also es gibt keine Qualitätskontrolle, es gibt kaum Prävention und das Thema ist wirklich ein Riesentabuthema. Frau Böwe, heben Sie die Hand, um eine Frage zu stellen? Ja, ich wollte fragen, ob es irgendwie Zahlen zur Altersstruktur gibt, also bei welchen Altersgruppen das besonders verbreitet ist. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, aber es ist extrem unbefriedigend, ehrlich gesagt, weil es gibt viele dann Studien aus den USA, die sind aber zum Teil dann nicht wirklich bei uns übertragbar, weil dort gerade so im Highschool-Bereich der Sport einfach eine ganz eine andere Rolle hat, oder? Eine sportliche, wenn man ein guten Fitness American Football Spieler ist, kriegt man eher ein Stipendium, um aufs College zu gehen. Das ist für viele Leute aus ärmlichen Verhältnissen, ist das die einzige Chance, quasi sozial aufzusteigen. Und von daher natürlich die Versuchung dann mit solchen Mitteln die körperliche Leistungsfähigkeit zu pushen, ist einfach eine andere. Und deshalb finde ich diese Zahlen schwierig, um auf den deutschsprachigen Raum zu übertragen. Im deutschsprachigen Raum kenne ich jetzt keine Zahlen, die sehr verlässlich sind. Ich glaube, man kann sagen, dass viele fangen schon im Jugendalter damit an und die Spannweite geht dann weit bis in die Mit-40er rein, manchmal auch noch höher, wo das konsumiert wird. Aber ich würde sagen, so aufgrund von meiner Erfahrung ist wahrscheinlich so der Median ist wahrscheinlich irgendwo so in den Mitte 20ern, würde ich jetzt sagen. Da hat es wahrscheinlich den höchsten Anteil von Leuten, die das konsumieren. Aber wie gesagt, die Zahlen sind wirklich auch hier, sind ziemlich unbefriedigend. Das haben wir auch in den Prävalenzraten gesehen. Das sind so einzelne Studien, die aber keine Repräsentativität für die Bevölkerung quasi widerspiegeln. Reicht das so im Moment, oder? Genau. Also der Wunsch nach mehr Muskelmasse bei den Jungen, also bei den männlichen Jugendlichen, ist ganz zentral, gerade wenn man die Prävention ansieht. Ich habe das vorhin gesagt, dass drei Viertel möchten mehr Muskeln haben.
Und dass 4% davon, die sagen, ich mache was dafür, sagen, ich nehme Anabolika dagegen, also dafür, um das zu erreichen. Und unser Ansatz, den wir in der Prävention, ich komme gleich, Herr Brandt, unser Ansatz, den wir in der Prävention eigentlich verfolgen, ist, dass wir sagen, wir finden es grundsätzlich, ist die Message, es ist okay, wenn du deinen Körper trainieren möchtest und Bodytuning betreiben möchtest, einfach um da ein Gesprächslevel auf Augenhöhe überhaupt zu erreichen, gar nicht unbedingt jetzt quasi flächendeckend einfach zu sagen, je, das ist völlig irre, was du da machst und der Körper ist doch völlig sekundär und du hast da völlig verzerrte Normvorstellungen von den sozialen Medien etc., weil das ist so omnipräsent. Das ist da dagegen anzukämpfen, ist aus unserer Sicht ist das kontraproduktiv, sondern eigentlich mehr sagen, ja, diejenigen Jugendlichen, die sagen, nee, ich möchte wirklich einen schönen muskulösen Körper haben, das dem eigentlich gegenüber grundsätzlich mal akzeptieren zu begegnen. Und dann sagen, ja, aber wenn du das wirklich möchtest, dann der Gesundheitsideal wirklich das also natural zu machen. Es gibt noch eine Bewegung, die nennt sich Natural Bodybuilding, wo das sich auf die Fahne geschrieben wird, dass man eben Bodybuilding ohne Substanzkonsum vollführt, also ausübt. Und mit denen arbeiten wir in der Schweiz auch ganz eng zusammen. Es gibt einen Zusammenschluss, Swiss Bodybuilding Federation, Natural Bodybuilding Federation, die auch eigene Contests machen, die wirklich auch unangemeldete Dopingproben dann machen. Das sind aber Leute, die das nicht beruflich machen, wie die Contests, oder viele machen es nicht beruflich, aber die sich da wirklich verpflichten müssen und wenn Doping festgestellt wird, die dann auch ausgeschlossen werden. Also, dass wir diese Bewegung eigentlich quasi als Alternative auch bieten möchten, eben nicht nur der erhobene Zeigefinger und sagen, das ist mega schlecht und mega gefährlich, sondern dass wir auch eine Handlungsalternative bieten möchten, um diesem Bedürfnis nach dem trainierten, muskulösen Körper eben auch etwas gegenhalten zu können, dass das eben auch ohne Anabolika möglich ist. Herr Brandt. Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Gibt es Untersuchungen, wie negativ Einnahme von Anabolika in der Adoleszenz im Verhältnis zu späteren Jahrzehnten eintreten? Also ist das, wenn das Jüngere Männer nehmen, ist das gefährlicher, als wenn man das später nimmt? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, je jünger man anfängt, desto größer ist die Chance, dass man drauf hängen bleibt. Also das wissen wir aus anderen Substanzen, dass man eigentlich versucht, den Einstieg möglichst lange rauszuzögern in der Prävention. Was sicher der Fall ist, ist, je länger, dass man diese Anabolika konsumiert, desto stärker sind die Nebenwirkungen, oder? Und dass man da eigentlich versuchen sollte, den Einstieg zu verhindern oder möglichst lange rauszuzögern. Also ist sicher besser, wenn man da erst mit 45 damit, wenn man anfängt, dann lieber erst mit 45 als mit 15. Ich glaube, Genau das kann wie ich mit Sicherheit sagen. bei anderen Drogen, jetzt Alkohol und Genau. Nikotin, je früher Ja. man anfängt, desto massiver sind Genau. die Wirkungen und so ist es wahrscheinlich hier auch. Aber es Genau. gibt da keine genauen Untersuchungen. Nee, Okay. nicht meines Wissens noch nicht. Nee. Danke. Ja, ich sehe gerade, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Wir würden dann bald mal zu den Padlets weitergehen. Eben einfach das nochmal, was ich vorhin gesagt habe, also die akzeptierende Grundhaltung, die wir da als Fundament einfach benutzen bei uns in der Prävention und fachliche, neutrale Informationen zu den Risiken bieten. Das machen wir mit Social Media Kampagnen, mit einer eigenen Webseite, auf die wir dann verweisen, wo dann auch mit diesen Mythen und Fakten gearbeitet wird, wo Studien publiziert werden. Wir arbeiten mit Fitnessstudios zusammen und verteilen da Flyer. Wir schulen Multiplikatorinnen, also Hausärztinnen, Hausärzte, am besten in Kooperation mit denen, weil halt die Sportärzte, die Hausärztinnen, Sportärztinnen, das sind ganz wichtige Anlaufstellen. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass die sich überhaupt nicht fit fühlen, dass sie zu wenig Infos und Wissen haben und nur von daher schon das Thema erstens nicht erkennen und zweitens nicht ansprechen, wenn sie es erkennen. Und das wären eben ganz wichtige Anlaufstellen, um da in der Früherkennung und Frühintervention etwas machen zu können. Wir haben ein Schulungstool für Berufsschulen bei uns entwickelt in der Schweiz mit einem Film. Ein Dokumentarfilm, wo Leute zu Wort kommen, die selber konsumieren, der dann als Anregung für Diskussionen innerhalb der Klasse, als Einstieg genutzt werden kann.
Ja, und das, so sieht die Webseite aus, noch als Abschluss, die wir da eben auf Social Media verbreiten. Sie sehen, wir arbeiten bewusst mit diesen Körperidealen, die da ja in der Bodybuilding-Szene vorherrschend sind, um überhaupt genug attraktiv zu sein, um das quasi, dass man sich da weiter drumherum klickt, haben wir uns angeschaut, wie da diese gängigen Webseiten und Fachmagazine ausschauen, die für Bodybuilder interessant sind, und haben das versucht, in der Bildsprache zu imitieren.